Nach Pavels Tod war ich allein. Irgendwie musste ich die schwarze Station erreichen, Ullmann treffen und mich von ihm zur Polis bringen lassen. Alles klar. Verteidigung. Ja, Pavel ist tot. Leider. Genau, hier waren wir stehen geblieben. Eklig. Du Homo-Ratte! Ah, das ist wieder so eine Ratz. Naja, egal. Machen wir einfach mal. Okay, das ist nichts. Das sind wieder ein paar Fallen. Sie zählt einen Menschen in diesen Tunnels. Sprich mit dem Hauptmann. Wir stecken hier tief in der Scheiße. Und du jetzt auch. Ich weiß nicht, was du hier draußen machst. Aber ein weiterer Schütze ist immer willkommen. Der Weg zur Station ist gesperrt, bis die Evakuierung abgeschlossen ist. Mach dich kampfbereit. Nimm alle übrige Munition aus dem Lager. Du bist jetzt einer von uns. Wir nennen unseren Trupp Kinder des Untergrunds. Alles klar. Freunde, wir müssen den Feind. Solange nicht Kinder des Atoms. Ich will nicht lügen. Dies wird kein schöner Kampf. Aber denkt an unsere Lieben in der Station. Jede Bestie, die unsere Linie durchbricht, wird ihnen keine Gnade zeigen. Also, entsichern und laden. Zeigen wir diesen Freaks, wie echte Menschen kämpfen. Yeah! Du weißt gar nicht, welche Waffe ich bin. Das ist so. Ruhig bleiben. Ah, die gehen mir auf den Sack. Ich bleib, glaube ich, lieber hier stehen, ne? Alter. Ja. Aufstehen! Alle in Ordnung? Wir haben Verluste! So ein schöner Tag heute. Gar nicht langweilig. Wir sind zu dritt. Verdammt! Ja, 4 und 5. Das wird jetzt lustig. Nimm auch lieber die Pumpgun. Wir sind alle erledigt. Kämpfte Feiglinge. Da 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 da. Bei der Genauigkeit ist heute wieder richtig Bombe. Alles klar. Alles klar. Es wird langsam ein bisschen viel. Alles klar.
Ja, ich lasse mal schnell nach. Das Willy Pack jetzt umsonst rausgeschmissen. Okay, das war gescriptet. Ja, jetzt sind alle tot. Grafikbug. Viele Grafikbugs. Sind zu viele Mutanten durchgekommen. Bolis muss gewarnt werden, aber meine Tage sind gezählt, wie du sehen kannst. Ich habe einen wichtigen Auftrag für dich. Gehe zu unserer Funkstation, kontaktiere Bolis und sende die Notmeldung, die ich vorbereitet habe. Viel Glück, Bruder. Ja, ist klar, Genosse. Das tue ich. Ich frage mich, ob das explodieren kann, weil es rot ist. Aber die Gegner haben eh keine Waffen. Außer die Faschisten. Beziehungsweise die Roten. Munition. Alles klar, jetzt sind wir wieder alleine. Und jetzt geht der Spaß erst richtig los. Ich steck hier fest. Paratten, paratten. Da, da, da. Da haben wir nix, da haben wir nix. Jawohl. Da sind ein paar Löcher, da wollen wir nicht rein. Arschgesicht. Was machen die Arschgesichter hier? Ich glaube, die finden es lustig, mich einmal anzugreifen und dann sich wieder verpissen. Oh, ich habe den fast gar nicht gesehen, den Draht. Ja, ist noch einer. Schön, dass du mal stirbst, Kollege. Aber na gut. Ist was Besonderes wahrscheinlich, ja? Der läuft nicht mehr. Okay. Wahrscheinlich doch. Oben. Hier ist nichts. Mann, ist hier viel Loot zum Looten. Naja. Die Glocke wollen wir jetzt nicht unbedingt läuten. Das ist so schön hier. Oh. Ah. Mhm. Sender. Mhm. Die Richtung muss ich auf jeden Fall.
Das sind Flammgranaten, Splittergranaten und Semtex-Granaten, glaube ich, oder? Aber Granaten benutzen wir im Spiel fast gar nicht. Ich hasse sie. Die vergammelt sich in der Treppe immer. Habe ich keine Chance, die abzuknallen. Kommt immer nur, wenn ich nicht hinschaue. Ein Schlüssel. Hoppla. Kollege, mal weg da. Verschlossen. Okay, hier geht's auf jeden Fall weiter. Da geht's nicht weiter. Vielleicht ist jetzt nicht tot. Oh, die Pumpgun geht zu Ende. Die Pumpgun geht zu Ende. Aber sie ist halt auch die beste Waffe gegen die. Ich glaube, hier ist nicht so mit Luft, kann das sein? Ist es nicht so mit Luft? Weiß nicht, ob ich da durchkomme. Ja. Aua. Jawohl, da war ein Loch. Ja, da war ein Loch. Alles klar, da war ein Loch. Wo bin ich jetzt? Ach, hier bin ich wieder. Da geht's lang. Oh. Was ist denn das? Muss ich erstmal checken, was das ist. Ach, eine Luftdruckwaffe. Ich mag keinen Luftdruck irgendwie. Ah! Okay, wir versuchen es nochmal. Da oben war, glaube ich, nichts. Nein. Hier war Munition drin. Aua, aua, aua. Steck schon wieder fest. Ah ja. Habe ich vermerkt. Ich glaube, die kann ich hier abnehmen. Ja, genau, der klettert hoch. Darf ich lesen? Darf ich lesen? Gut.
Ja, Verteidigung Eintrag 2, na super. Ich lese gleich alle 4 Anträge vor, weil, naja. Eintrag 1. Hier fühle ich mich wie zu Hause, an der Messe. Die Leute hängen an ihren Stationen, genau wie wir. An ihren einfachen Heimatstätten, ihren bedeutungslosen Leben. Im Untergrund und die trostlose Zukunft. Als wenn es für sie noch Rettung gäbe. Alles umsonst. Ich kann nur hoffen, wir können nur hoffen, dass es noch einen kleinen Ausschub gibt. Bevor wir alle im ewigen Schatten enden. Und trotzdem geben sie nicht auf. Ich sollte auch gehen. Die Zeit wird knapp. Ich lese leider nur die 2, weil die anderen 3, die anderen 2, glaube ich, die lese ich erst am Schluss vom Level. So. Eintrag 2. Warte. Also ich warte. Buchstäblich durch einen Sumpf aus Menschen. Aus Menschenblut. Wir töten andere Leute so schnell. Wir töten es für einen Lebensraum, für ein bisschen Fleisch, für eine abstrakte Idee. Unsere ganze Zivilisation wurde auf den Gebeinen von Menschen aufgebaut. Und selbst jetzt, wo wir sie auf die Grundmauern abgerissen haben, uns an den Rand des Auslöschungs durch den Rand des Auslöschungs durch den Grauen gebracht haben, die von dieser neuen Welt geschaffen wurden, töten wir uns immer noch gegenseitig. Jene, die gestorben sind, hatten vermutlich auch Familie, Freunde, verdammt. Ihre Eltern leben vielleicht noch. Sie sind gestorben, weil sie ihre Station vor Mutanten beschützen wollten. Nicht vor anderen Menschen, aber durch die Eisenvisiere sehen Tier und Mensch völlig gleich aus. Und hier stehe ich jetzt. Versuche, andere Menschen vor den Bestien und sich selbst zu retten. So, wie gesagt, die anderen 2 lese ich am Ende vom Level, weil ich weiß nicht genau, wo ich die gefunden habe. Und es könnte ja was storymäßig passieren, zum Beispiel. Genau deswegen. Kann ich jetzt mal kurz gucken, wo ich lang muss? Ich hab's gewusst. Kleiner Bastard, Alter. Fick deine Familie. Okay, noch hier muss ich lang. Dann schnell am Boden hängen bleiben. Egal, ich hatte ein Kind. Das ist jetzt wieder Porno. Lass mich hier in Ruhe. Geh weg von mir. Rein da. Da ist eine Tür. Wir können Müllsohn verschwenden. Onkel, komm schon, steh auf. Wir werden gefressen. Bitte, wach auf. Warum schläfst du noch? Lass uns zu Mama gehen. Du hast gesagt, du bringst mich zu Mama. Du hast es versprochen. Hau ab, lass mich in Ruhe. Mama hat gesagt, ich soll nicht mit Fremden sprechen. Bitte, Onkel, bist du verletzt? Sag etwas. Oha. Er wacht nicht auf. Ich glaube, er ist tot. Er ist tot, oder? Wie komme ich jetzt nach Hause? Du nimmst mich mit? Ich kenne dich gar nicht. Aber wenn nicht, werde ich wohl von den Monstern gefressen. Du hast eine Waffe? Okay. Dann sollte ich wohl mit dir gehen. Du kannst Monster erschießen, oder? Ja, kann ich. Okay, mein Name ist Sascha. Du schießt und ich gebe dir Rückendeckung. Was? Ja. Ja, moin, Freunde. Ich hasse es, meinen Onkel hier zu lassen. Ich habe meinen Onkel besucht. Er wollte mich nach Hause bringen, als die Monster kamen. Sie sprangen ihn an. Er begann zu schießen, aber dann hat ihn ein großer Nosalis ins Genick gebissen. Aber Onkel ist wirklich stark. Er hat ihn mit dem Messer getötet. Du siehst nicht so stark aus wie Onkel. Ich werde dir helfen müssen, sonst werden wir beide gefressen. Ja, mit Sicherheit. So, kurze Randinfo vorweg. Die Beweglichkeit ist bis jetzt anders. Kann leider nicht laufen. Aber ich weiß, wo ich hin muss. Okay. Kumpel, was geht's? Oh!
Hab ich jetzt nicht gesehen. Sorry. Er hat ihn mit dem Messer getötet. Du siehst nicht so stark aus wie Onkel. Ich werde dir helfen müssen, sonst werden wir beide gefressen. Okay, Munition haben wir eh keine zum Finden. Da! Okay. Schweine. Überall nur Schweine. Ja, genau. Ist ja nicht so, als hätte ich getroffen. Okay, jetzt nochmal. Die hast du auch nicht gesehen, echt? Flinke Finger, Erfolg freigeschalten. Alles klar. Ich darf sie nicht anfassen, aber da ist Moon in dem Schrank. Ja, ja, Zimmer kleiner. Hier liegt auch noch Moon. In dem da. Ich weiß nicht. Pumpgun habe ich ja nicht mehr viel. Munition. Ich habe auch eine Waffe. Sie ist an einem sicheren Ort, bis ich alt genug zum Schießen bin. Aber du kannst sie dir leihen, wenn deine kaputt geht. Überall nur Löcher. Da! Geräusch kommt von vorne. Da ist noch eine! Ja, solange wer abhaut, ist es mir egal. Boah, ich höre hier überall Geräusche. Hey, pass auf, da ist ein Loch. Die Leute sollten hier drin keine Granaten werfen. Mama sagt, die Decke ist schwach und könnte einstürzen. Ah, Feuer. Da. Boah, das Kind geht mir so auf den Sack. Da ist noch einer. Alter. Ab das jetzt bald, ihr Kackviecher. Ist ja nicht so, als würde ich auf euch schießen, oder? Darf ich den jetzt... Alter, verpiss dich jetzt. Ich will doch nur mal looten. Ja, der scheiß Kind, das ist so scheiße zum Zielen. Ungewohnt. Darf ich den jetzt da nehmen? Oh ne, Alter. Ich mach mal lieber das Licht aus. Fällt mir gerade so auf. Krieg ich den Schlüssel bitte? Danke. Dankeschön, Dankeschön. Mehr will ich gar nicht. Falle. Oh, Alter, das Messer ist so schwul, aber... Achso, ich dachte, ich hab dich gerade auf. Verlassen wir wirklich die Station? Cool, ich war noch nie in den Tunnels. Mama sagt, dort ist es unheimlich und Kinder verschwinden. Mama sagt, wenn Kinder zu weit in die Tunnels gehen, fangen die Mutanten sie und fressen ihre Gehirne. Und dann werden die Kinder auch Wow. Was ist das da oben? Moment. Onkel hat mir mal ein Bild gezeigt. Der Himmel. Der Himmel. Das ist der Himmel, oder? Wie eine bemalte Decke. Ich werde berühmt. Ich habe den Himmel gesehen. Süß. Süß, die Kinder. Meinst du, wir können ganz bis zum Himmel hochklettern? Okay, ich würde jetzt am besten nochmal die Dinger vorlesen, aber ich weiß nicht, wo die, auf welchem Tab die sind. Ah, Tagebuch, na klar. Warum auch nicht? Okay, Eintrag 3. Die Kinder der Metro. Manchmal habe ich das Gefühl, dass jene, die im Untergrund geboren werden,
nie die Sonne gesehen haben, eine völlig neue Art sind. Dieser Junge ist gerade durch die Hölle gegangen. Er hat nur aus purem Glück überlebt. Und er verhält sich, als sei nichts gewesen. Er spricht ruhig und rational. Ich erinnere mich an den Tag in der Station, in der meine Mutter und ich zuerst lebten. Als wir in die Metro gegangen waren, wir wurden von Ratten angegriffen. Mutter starb. Und die Ratten. Sie und ich wurden von Tsukoi gerettet. Er erzählt, ich habe danach mehrere Monate lang nicht gesprochen. Kein Wort. Und dieser kleine Junge, vielleicht hätte die Metro uns ab. Vielleicht werden die Generationen, die ohne Sonne aufwachsen, aber auch ohne Furcht, die Erde zurückerobern. Wenn ich ihnen eine Chance gebe. So, Eintrag 4 lese ich, nachdem was passiert ist. Ich habe jetzt einen guten Kopf. Moment, so hoch wollte ich doch gar nicht wirklich. Lass mich nicht fallen. Chill mal. Mutter. Mama, Mama, das ist meine Mama. Gehen wir, sie sucht nach mir. Lass mich gehen, lass mich zu ihr gehen. Danke, Mann. Haben sie Sascha Enke, du lebst. Sascha Enke. Sein Vater ist bist uns okay? allen wichtig. Und wenn sein Sohn gestorben wäre, hätte ihn das umgebracht. Onkel ist tot, Mama. Und ohne aber dieser ihn Mann hat mich getragen. Wir alle auf seinen erledigt. Schultern. Ich habe ihm geholfen, vielen die Monster Dank abzuschießen. Oh Gott, armer Serjosha. Danke, dass Sie meinen Sohn gerettet haben. Das kann ich nicht wieder gut machen. Aber nehmen Sie diese Patronen. Wenigstens etwas. Alles klar. So, jetzt können wir auch das letzte Tagebuch, den letzten Tagebucheintrag lesen. Eintrag 4. Für die Rettung ihres Kindes bietet sie mir ein paar Patronen. Als wenn ich eine Wahl hätte, aber was früher normal war, scheint jetzt seltsam zu sein. Und was die Welt früher angeekelt hat, lässt heute niemanden mehr die Nase rümpfen. Was soll ich tun? Die Belohnung ablehnen und sie beleidigen? Die Belohnung nehmen und zugeben, dass ich ein Kind gerettet habe, nur um eine Belohnung zu erhaschen? Die Tage, in denen ein Menschenleben, ein Kinderleben unbezahlbar war, sind längst vorbei. Heute haben wir alle einen Preis. Die Patronen, die mir für die Rettung des Jungen gegeben wurden, scheinen ein guter Deal zu sein. Der übliche Preis für ein Leben liegt bei einer Patrone. Gerade genug, um sie anzunehmen. In Ordnung, gehen wir. Ja, ja, gib da mal da. Die schwarze Station ist nicht weit von hier, aber der Tunnel führt in die andere Richtung. Sie müssen an die Oberfläche. Seien Sie vorsichtig. Neue Monster sind hier aufgetaucht. Faschisten. Sie haben in dem zerstörten Gebäude draußen einen Posten errichtet. Auf dem Platz finden Sie eine U-Bahn-Kreuzung, die zur schwarzen Station führt. Die Jungs werden Sie rauslassen. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Ranger. Vielen Dank, oh Gott, zu viele Freunde. Genau, hier war das Tagebuch, glaube ich. Genau, da oben gibt es noch einen Laden. Könnten zum Beispiel unsere ganze Muhn ausgeben. Patronentausch, der beste Wechselkurs in der ganzen Metro. Kommen Sie später wieder. Noch mehr kann ich nicht verkaufen. Der Rest ist reserviert. Erste Hilfe. Nehmen Sie sich ein paar. Sonderangebote, Rabatte. Beste Waffen von den Schmiedemeistern. So. Scheinwerfer ist dran. Visier ist auch dran. Anpassen. Er war das nochmal erziehen. Anpassen. Können Laser Visier dran machen. Längerer Lauf ist dran. Visier brauchen wir keins. Sehr gut. Ja. Da haben wir alles gekauft, was wir brauchen. Ja, gut. Die können sich nachschauen, was wir noch brauchen. Kommen Sie durch. Bist du auch sehr laut? So, jetzt geht's an die Oberfläche, meine Freunde.
sage ich mal auf Wiedersehen.